Hallo, Glück auf und herzlich willkommen. Ich bin der Mike von Lucky Camper und ich möchte das Video mal mit einer Frage starten. Hast du auch noch ein Smartphone? Navigierst du damit auch? Google Maps oder dergleichen? Das Display ist dir aber deutlich zu klein. Dann habe ich vielleicht eine perfekte Lösung für dich. Smartphone-Erweiterung und auch noch ein bisschen mehr. Wenn dich das interessiert, bleib dran, wird spannend. Dieses Video ist in Kooperation mit CarABC entstanden und ich bedanke mich natürlich dafür, dass ich das kostenlos testen durfte. Jetzt geht es aber weiter hier unten auf dem Tisch. Diese Head Unit funktioniert kabellos, das heißt fast. Du brauchst ein Stromkabel, natürlich 12 Volt. Und eventuell kommt drauf an, ein AUX-Kabel, je nachdem, wie du es benutzen möchtest. Ansonsten brauchst du nur noch dein Smartphone und das war's. Wie das alles jetzt funktioniert, zeige ich dir hier unten auf dem Tisch. Ich stecke das Kabel jetzt mal in meine 12-Volt-Versorgung ein und bleibe hier am Tisch, kann ich euch das besser und einfacher zeigen. Er startet. Und jetzt kommt der Startbildschirm. Und das ist das, was du immer zuerst siehst. Bevor wir jetzt aber da weitermachen in dem Display, einmal noch mal kurz einen Rundgang. Ja, er nimmt schon auf, das ist auch gut. So, einmal von hinten. Hier hast du die Dashcam. Hier ist noch eine Einstellschraube, da kannst du ihn dann kippen, hin und her bewegen, so wie es am besten passt. Hier oben hast du noch mal einen Ein-Ausschalter. Dann die Lautsprecher und auf der Seite, ich glaube nicht, dass man das sieht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hast du hier nochmal den AUX-Anschluss für das Kabel. Hier hast du dein SD-Karten-Slot und einen USB-C-Anschluss. Mehr gibt es da nicht, mehr brauchst du auch nicht. So, einmal kurz ausrichten, damit man hier was vernünftig sehen kann. Ja, das ist dein Startbildschirm und da gehen wir jetzt einmal kurz durch. Du hast hier deine Einstellung. Hier kannst du deine Projektposition einstellen, links, rechts oder als Vollbild. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Google aufmachst, Google Maps aufmachst, wenn du navigierst, dann kannst du sagen, ich will es als Vollbildschirm haben oder ich will es nur rechts oder nur links als geteilten Bildschirm haben. Die Auflösung kannst du noch verändern von der Dashcam 4K, 2K bis 720p runter. Den Wiederholungsraten, das ist ganz normal, wie an jeder Dashcam auch. Habe ja schon genug vorgestellt, kennt ihr alles, 3 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute. So, die Empfindlichkeiten kannst du einstellen, Zeitraffer, Parkraumüberwachung kannst du noch einstellen. Ich habe mal auf nie gemacht, brauchst du aber wahrscheinlich dann auch dauerhaft Strom. Den Onscreen-Display kannst du dir noch einschalten, keine Ahnung, was das sein soll. Bildschirmschoner, die Sprache natürlich, die Zeit. Dann hast du hier noch Datumsformat, SD-Karte formatieren, wieder zurückstellen auf Werkseinstellung und Informationen über das Gerät. So, hier kommst du dann wieder zurück und dann ist das dein Bildschirm. Ich kann auf Logger gehen. Dann sehe ich direkt die Kamera. Sie läuft gerade mit 4K. Sie nimmt auf, Uhrzeiten, Datum. Und das ist zum Beispiel auch das, der Karton wird jetzt da hinten gezeigt, wie dein Splitscreen-Display aussehen kann. So, wenn du wieder zurückgehen willst, einmal drauftatschen, wieder auf das Haussymbol und dann kommst du da wieder zurück. Ich bin ja schon damit gefahren. Hier kannst du jetzt auch deine Aufnahmen wiedergeben. Ich zeige euch mal eben, was ich da
aufgenommen habe, was für euch ganz interessant ist. Das sind die Fahrvideos. Na komm schon. So, wann war denn das? Die Dashcam, die wackelt ein bisschen. Ja, habt ihr das auch einmal gesehen, wie so das Bild aussehen kann? So, wie verbindest du dich jetzt gleich damit? Über diese Taste? Und wo kommt dann die Sprachnachrichten für Apple Maps zum Beispiel oder auch, wenn du Spotify laufen lässt, wo kommt es raus? Brauchen wir die Audioausgabe. Die Audioausgabe hast du mehrere Möglichkeiten. Entweder den eigenen Speaker hier, die eigenen Lautsprecher, über einen FM-Transmitter. Das heißt, wenn du hier noch so ein altes Möhrchen hast, dann kannst du da deine Frequenz eingeben. Die gleiche Frequenz, wie sie jetzt hier steht, die kannst du natürlich auch nochmal verändern auf deine individuellen Wünsche. Und dann hörst du quasi alles über deine bordeigenen Lautsprecher. Du kannst auch dein Radio über AUX, dann sind wir hier bei diesem Kabel, anschließen. Wenn dein Radio das kann oder den Anschluss hat, dann hörst du praktisch alles auch wieder über deine Lautsprecher im Auto. Oder über Bluetooth kannst du dich auch verbinden. Wenn du von mir aus auch vielleicht so eine Beatbox hast oder sowas, das geht dann auch. Ich habe es so eingestellt, mein Radio läuft ja schon über Bluetooth und über das Handy. So, jetzt müssen wir uns verbinden. Sonst macht das alles keinen Sinn. Und das kannst du mal machen über CarPlay. In meinem Falle, ich habe ja Apple oder Android Auto. AirPlay geht auch noch. Spiegeln kannst du noch. Und Bluetooth Music. Und eben Wi-Fi. Wir arbeiten jetzt gleich mit Wi-Fi. Aber die allererste Einstellung musst du halt machen, indem du mit Bluetooth arbeitest. Also, als allererstes musst du mal Bluetooth anmachen. Und dann siehst du irgendwo im Bluetooth-Bereich diese Nummer. Damit kannst du dich dann verbinden. Und dann kannst du dich mit WLAN, oder dann verbindet er sich automatisch mit WLAN, weil diese Unit ein eigenes WLAN produziert. So, jetzt ist es so, ich habe ja mein Handy gerade im Flugmodus eingesetzt, damit ich euch das hier zeigen kann. Ich gehe jetzt wieder in den Flugmodus raus oder aus dem Flugmodus raus. Habe jetzt alles wieder eingeschaltet und er verbindet sich automatisch mit meinem Handy. Bam! Mega, oder? Zurück kommst du automatisch, dann, wenn du auf Auto klickst, findest du das wieder. Und wenn du wieder zurück zu deinem Handy willst, sagst du einfach nur verbunden. Mega, ne? So, Google Maps kannst du machen, Podcast kannst du machen, Spotify kannst du machen, du kannst telefonieren, alles Mögliche, du kannst deine Termine hier verwalten. Einstellungen kannst du machen, Hörbücher, alles was dein Handy kann vom Prinzip, kann jetzt deine Erweiterung auch. So, das ist mega. Das funktioniert auch, das siehst du. Oder Teams mache ich jetzt mal nicht, will ja nicht arbeiten. Oder Spotify, wenn du Spotify hast. So ist Spotify, ja, kannst du alles Mögliche machen. Also, vom Prinzip war es das schon. Wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, du machst mit Apple Karten, navigierst du, kannst du da reingehen. Du kannst sagen, ich gehe mit Google Maps dann da rein, kannst du machen. Also, funktioniert, ganz wunderbar. Hier hast du gerade gesehen, kann ich noch den Display-Helligkeit verändern. Ich kann hier auch noch mal den Ton laut und leiser machen. Ich kann hier direkt in die Kamera switchen.
Die Kamera selber kann ich auch ein Foto machen, ich kann safen, ich kann den Lautsprecher, also er zeichnet auch immer die Sprache im Innenraum mit auf, kann ich auch muten. Ich kann auch noch wechseln von vorne nach hinten, wenn er dann eine Rückfahrkamera hätte. Ich kann hier wieder zurück ins Haus, also meine Standardeinstellung. Oder aber, wenn ich da bin, kann ich auch direkt wieder Handy, hier ist so ein Handyzeichen, kann ich wieder direkt ins Handy gehen. So, perfekt. Aus meiner Sicht. Befestigen kannst du das ganze Teil mit so einem Klebepad. Du hast hier unten noch so einen Fuß dran. Du kannst es aber auch verschrauben, wenn du Hardcore bist. Kannst du das in deinem Cockpit rein nageln, tackern, wie auch immer. Alles easy. Alles supi. Also ich kann da jetzt nichts mehr zu sagen. Das funktioniert einfach. Ja, das war die Handyvergrößerung. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hat mich nie im Stich gelassen. Keine Bugs, hat sich immer zuverlässig und ganz souverän verbunden. Hat sehr gut navigiert, also ich habe hauptsächlich darüber navigiert und Podcast gehört. Hat wunderbar funktioniert, hat wirklich ganz, ganz erste Sahne. So, die, was jetzt vielleicht nicht ganz so toll ist, das ist die Dashcam, hat zwar 4K, aber wenn du über Huckel fährst, ist die Stabilisierung jetzt nicht ideal. Gut, man kann nicht alles haben. Das Teilchen kostet jetzt auch nicht die Welt und ich werde euch auf jeden Fall unten mal verlinken, wo ihr da weitere Informationen bekommt. Und da könnt ihr es theoretisch auch sofort bestellen. Ja, ich werde es diesmal nicht verlosen. Bitte nicht traurig sein. Ich habe einen Rabattcode, den schreibe ich euch auch mal hier unten rein. Da könnt ihr das ein bisschen günstiger bekommen. 10%, glaube ich, sind es. Und ja, kostet, glaube ich, jetzt aktuell 129 Euro. Irgendwie sowas um den Dreh. Ja, also aus meiner Sicht, es lohnt sich definitiv. Du brauchst auch nicht mehr auf diesen kleinen Handy-Display rumpatschen. Und die Navigation ist auch nicht so prickelnd übers Handy. Funktioniert ja, aber über so ein 10 Zoll oder 10,26 Zoll ist das schon deutlich angenehmer. Und Christine sagt ja immer, ich soll nicht am Handy rumspielen, aber auf dem Display darf ich tapsen und dann ist dann auch schon gut so. Also, ich hoffe, ich habe euch eine kleine Anregung geben können, wie man sein Handy jetzt ein Stück weit erweitern kann. Und auch die Musik über die Lautsprecher im Auto, im Wohnmobil, funktioniert ja auch im normalen Kfz, abspielen lassen kannst. Ja, das war's von meiner Seite aus. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr eure Informationen hier rausziehen konntet, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, ein Like und auch einen netten Kommentar vielleicht, wenn ihr mögt. Ansonsten geht's jetzt dann weiter mit den Frankreich-Videos. Da haben wir noch ein, zwei. Da kommt jetzt noch Toulouse, glaube ich. Und ich habe ja nur einen kleinen Zwischenstopp gemacht und wollte euch das mal gerne näher bringen hier. Ja, also, bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.